Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute reite ich Grace, sie wird aber Katze genannt. Sie ist 18 Jahre alt und 1,70 groß, also sehr groß. Und sie hat schon 2 Fohlen bekommen und ist ein richtiges Springpferd. Also sie ist bis M platziert und vielleicht kann ich sie heute springen, wenn es gut läuft, weil sie ist auch sehr schreckhaft. Und ja, viel Spaß bei dem Video.
linker Schenkel, rechter Zügel. Und jetzt ganze Bahn. Gerade machen. Und wieder mit links. Jetzt gehst du wieder ganze Bahn und dann nochmal gleich bei 10 Zirkel. Jetzt erstmal tief durch die Ecke und nach 10 die Ecke abrunden. So, jetzt abrunden die Ecke. Schöner runder Zirkel, komm aus der Ecke da raus. So, genau. Und jetzt vor 10 die Ecke abrunden und nach 10 die Ecke wieder ausreiten und wieder ganze Bahn. So, genau, richtig. Schön Handwechsel, einmal durch die ganze Bahn wechseln, wenn das, ne? So, jetzt rum, wie so einen kleinen Zirkel, rum, 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 genau, prima. Und jetzt auf die Trappstange. Hände ruhig lassen, mal den rechten Zügel nachpassen vom Abwenden, ne? Kratze hat sich einmal da am Wasser sehr erschrocken. Auf jeden Fall hat sie so hinten ausgetreten und richtig rumgebuckelt. Dann bin ich nach vorne gefallen, habe die Steigbügel verloren. Dann ist sie halt voll schnell so im Galopp geworden. Und dann konnte ich sie aber noch durchparieren und hatte dann alles unter Kontrolle. Aber ich dachte mir dann so, komm, dann fällt sie jetzt runter. Aber dann hatte ich halt noch alles unter Kontrolle und dann bin ich noch oben geblieben. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war ein schöner Tag heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!